Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Nach den letzten beiden Jahresfavoriten-Videos steigen wir heute voll ein in 2021 in meine Beauty-Planung für 2021. Und ich hatte euch ja schon so ein bisschen in einem der letzten vier Videos, wo ich so ein bisschen drüber gesprochen hatte, wie meine Beauty-Vorsätze 2020 so geklappt haben, auch schon erzählt, dass ich ein neues Project Pen plane. Und dass ich euch auch schon so ein bisschen erzählen möchte, wie ich dieses Jahr eventuell die Zahlen meiner Kollektion reduzieren möchte und auf welche Zahlen ich das reduzieren möchte. Genau, das ist jetzt auch eigentlich der Part, mit dem wir losstarten. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal hier beim Drehen meinen Laptop vor mir, was ein bisschen komisch ist. Denn ich habe mal 2020 angefangen, tatsächlich meine komplette Schminksammlung aufzuschreiben, jedes einzelne Produkt zu listen, wann ich das auch wie verwendet hatte, also ob es mal schon in der Schminkbox war, ob es im Project Pen war, genau, und aktualisiere diese Liste natürlich auch regelmäßig und anhand dieser Liste habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie könnte ich reduzieren, wo könnte ich reduzieren, was sind so meine Idealzahlen. Damit soll mir eben auch mein neues Project Pen helfen. Und da werde ich euch die Produkte vorstellen, die ich eben über 2021 hinweg aufbrauchen möchte. Ich habe tatsächlich mir eine Taschenwaage besorgt, ja. Melo Flori, vielleicht guckt ihr sie auch, preist die immer so in ihren Videos an, dass ich sie mir jetzt auch gekauft habe, um dann auf die zweite Hinterkommastelle bei Gramm abwiegen zu können, wie viel da noch drin ist. Bei manchen Produkten kann man natürlich auch sehen, wie der Fortschritt ist, bei anderen wieder gar nicht. Manche kann man rausdrehen, kann gucken, wie schrumpfen die. Ich werde da irgendwie so ein Mischmasch wählen und werde euch dann Anfang April zum ersten Mal ein Update geben. Ich habe mir überlegt, ich mache das nicht monatlich, nicht zweimonatlich, sondern alle 3 Monate, also alles Vierteljahr. Und dann können wir da auch sehen, wie ich voranschreite. Und jetzt starten wir mal los. Ich möchte eines am Anfang dieses Videos sagen, ich werde euch jetzt die Zahlen meiner Schminksammlung offenlegen. Ja? Das ist was, was ich bislang vermieden habe, weil ich kein Judgment haben wollte, weil ich nicht wollte. Also ich meine, ihr seht ja oftmals in meinen Schminkbox-Videos eh, wie viel in meinen Schubladen drin ist. Aber manchmal sind so nackte Zahlen irgendwie gefährlich, weil sie Leute dazu verleiten zu urteilen. Ich würde euch ganz, ganz höflich bitten, das einfach zu unterlassen, weil ich einfach der Meinung bin, dass das Dinge sind, die jeder für sich entscheiden darf und ich möchte keine Diskussion entbrennen haben, wie viele Foundations man haben darf, wie viele Lippenstifte, ob es vielleicht dann so ist, dass da was schlecht wird oder so. Ich gebe euch einen Einblick in mein Privatleben irgendwo, in meine Schubladen und da möchte ich einfach auch, dass da respektvoll drüber gesprochen wird. Genau, so ist es und jetzt legen wir los. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so langweilig, wenn ich euch hier einfach mal die nackten Zahlen vorlese. Es gibt tatsächlich ja Kategorien, da bin ich eigentlich im Großen und Ganzen ganz zufrieden. Es gibt welche, die sind natürlich schon sehr steil. Ich glaube, es geht schlimmer, ich glaube, es geht auch besser. Und wir legen mal los mit den Lidschattenpaletten. Die habe ich tatsächlich dieses Jahr angefangen zu trennen, also das vergangene Jahr schon, von den Mini-Lidschattenpaletten, einfach weil ich finde, das macht so ein bisschen den Unterschied. Und ich hatte auch ganz oft in meinen Schminkboxen eine große und eine kleine Palette drin. An großen Lidschattenpaletten, das sind dann meistens so Paletten mit 10 Farben aufwärts, habe ich tatsächlich aktuell 15 Paletten. Und da wäre mein Ziel, sorry, da steht mein Laptop, ich gucke immer so ein bisschen rüber, wäre mein Ziel 12. Da habe ich tatsächlich natürlich keine Chance, 3 aufzubrauchen. Ja. Aber ich weiß auch schon, ich habe sozusagen schon die Kandidaten im Auge, die eventuell aussortiert werden. Es wird, so Gott will, dieses Jahr 4 Declutter-Videos geben, alle 3 Monate mal. Und da habe ich schon Ideen, was da rausfliegen könnte. Bei Mini-Paletten, das sind in der Regel 4 oder 5 Farben, die da drin sind, habe ich 4. Und die Zahl finde ich in Ordnung. Die finde ich, muss aber auch nicht unbedingt wachsen. Genau. Generell Lidschatten ist ja was, wo man recht wenig Einfluss drauf hat. Ja, also eigentlich sollte man sich da nicht so viel anschaffen. Auf der anderen Seite ist da natürlich auch die Farbvariabilität wahnsinnig hoch. Von daher finde ich es auch nicht schlimm, da mehr Auswahl zu haben. Genau, wir machen weiter mit Grundierungsprodukten, mit Primern. Aktuell habe ich 11 Primer. Davon wird einer tatsächlich auch ins Project Pen wandern. Das werdet ihr gleich sehen. Es gibt welche, da ist nicht mehr viel drin. Vielleicht schaffe ich es, die einfach im Rahmen der monatlichen Schminkbox aufzubrauchen, sodass ich von den 11 Primern letztlich gerne auf 7 runterkommen würde. Dann haben wir Foundations und da muss ich schon sagen, da bin ich so ein bisschen stolz, was sich eigentlich 2020 bewegt hat. Ich habe Anfang 2020 hatte ich
17 Foundations. Ich habe, soweit ich mich erinnern konnte, 2 in 2020 dazu gekauft und aktuell bin ich aber bei 12 Foundations. Gut, da waren Minis dabei, muss man jetzt auch sagen. Jetzt muss ich nochmal nachzählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, genau. Aber das, muss ich sagen, ist ein super guter Rückschritt für mich, Fortschritt im Sinne von Rückschritt, weil ich sagen muss, ich gehöre zu den Leuten, die durch Foundation maximal getriggert werden. Also immer, wenn irgendwo eine neue Foundation rauskommt, denke ich mir so, Gott, ich brauche die. Jetzt habe ich von Elf gesehen, dass es neue gibt. Ich hätte so gern die von Too Faced, aber ich habe mich zusammengerissen. Denn mein Ziel ist es tatsächlich, auf 8 Foundations runterzukommen. Und auch dazu wird ein Produkt, werdet ihr gleich sehen, ins Project Pen wandern. Kategorie Concealer. Ich habe 5 Concealer und muss sagen, dass ich die meisten davon nicht mag. Das sind einfach auch Produkte, die, keine Ahnung, wie die auch irgendwie in meine Sammlung gekommen sind. Aber ich gebe mir Mühe, die auf 2 runter zu reduzieren. Eigentlich habe ich einen absoluten Lieblingsconcealer und zwar den von Too Faced und eigentlich würde mir der dir auch reichen. Puder habe ich tatsächlich nur 2. Da habe ich ein luminöses von Revolution Pro und mein Standardpuder Terra Naturi Kompaktpuder. Und eigentlich würde mir das Terra Naturi reichen. Ich muss mal gucken, wie wir das mit dem Revolution Pro Puder machen. Ich finde es schön, aber ich habe nicht so die Verwendung. Also vielleicht wird das irgendwann aussortiert. Und dann kommen wir noch in die Kategorie Einzellidschatten. Das sind Creme-Lidschatten, Lidschattenstifte, aber auch einfach so einzelne Pfännchen. Da habe ich aktuell 12. Auch davon wird einer sich ins Project Pen stürzen, von dem ich noch nicht so sicher bin, ob das irgendwie realistisch wird, den ja so leer zu machen. Aber ich gebe mir Mühe, viel zu verbrauchen, sodass wir am Ende des Jahres vielleicht bei 10 landen. Da habe ich auch schon einen Aussortierkandidaten im Kopf. Eyeliner habe ich aktuell 3, davon sind 2 offen. Ziel wäre nur einen zu haben, weil ich brauche nur einen schwarzen Eyeliner. Augenbrauen, 2 Produkte, 2 absolute Holy Grails, mein Lieblings-Augenbrauenstift, der Eyebrow Pomade Pencil von Essence und die Alverde, das Augenbrauengel, die mag ich beide und die würde ich auch gern beide behalten, also da bin ich voll drin. Dann habe ich 6 verschiedene Mascaras, davon wird auch eine ins Project Pen wandern, um letztlich bei einer irgendwann anzukommen. Ich weiß nicht, ob man 6 Mascaras vielleicht nicht sogar schaffen könnte, realistisch gesehen, in 2021 zu leeren. Ich will dann letztlich zu meiner Rival Loves Me Mascara zurück. Genau, also von daher ist das jetzt einfach nur ein Abarbeiten, durch diese 6 Mascaras zu kommen. Dann habe ich 2 Produkte sonst für die Wimpern, einen Lash Primer und einen Waterproof Maker. Da sehe ich jetzt keinen Bedarf. Ich habe tatsächlich nur 8 Bronzer. Das hat mich ein bisschen erstaunt. Ja, ist vielleicht immer noch mehr als genug. Auch davon würde ich gerne 2 aufbrauchen, einer vielleicht aussortieren, sodass ich bei 6 wäre. Das fände ich auch in Ordnung. Bei Blush dagegen sind wir deutlich, deutlich höher. Ich habe 14 Blushes. Wobei man natürlich auch sagen muss, bei Blushes gibt es eine deutlich höhere Variabilität, finde ich, in der Farbe. Ja, also es gibt einfach auch gewisse Farben, die ich gern haben möchte. Da habe ich jetzt 14 und möchte gerne auf 10 kommen. Ist vielleicht nicht so ganz realistisch, das zu schaffen, gerade auch da irgendwie wirklich was aufzubrauchen. Und im Bereich Highlighter bin ich sehr stolz, weil ich tatsächlich auch 2020 schon einiges reduzieren konnte. Ich habe meine 3 flüssigen Highlighter von Becca aussortiert. Ich habe einen im Kopf, den möchte ich jetzt in meine nächste Schminkbox packen, einfach um da dem endgültig zu sagen, okay, das passt für mich nicht. Also bei Highlighter wäre das Ziel tatsächlich 5. Was dann natürlich bei den ganzen Bronzer, Blushes, Highlighter nicht drin ist, sind meine Gesichtspaletten. Ja, da sind natürlich auch immer noch mehrere Produkte drin. Da habe ich aktuell 12. Ich weiß nicht, wie das so viel werden konnte. Da möchte ich mich an eine wagen. Die soll ins Project Pen wandern. Das ist eine Mini-Palette, werdet ihr gleich sehen. Da wäre mein Ziel erstmal 10. Ich glaube, das ist realistisch. Vielleicht kann ich auch noch mehr aussortieren. Es gibt doch welche, die mir ja auch nicht so gut gefallen. Muss ich mal gucken. Und ganz zum Schluss, was ich übrigens nicht liste, sind Fixing Sprays tatsächlich, weil ich ja immer nur eins habe und das wechselt sich immer aus. Also versteht ihr, ich habe, glaube ich, tatsächlich gerade sogar 2. Aber das ist jetzt nichts, wo ich tatsächlich von einer Sammlung sprechen würde, weil ich nie mehrere koexistierende Fixing Sprays offen hätte. Ja, so würde ich das immer sagen. Genau. Und dann kommen wir in die Kategorie of Shame, würde ich das jetzt mal nennen. Weil so bislang, klar, die Blushes sind viel, so bei so Foundation und Primer sehe ich auch Verbesserungsbedarf, aber Lip Liner. 18 Lip Liner, 29 Bullet Lipsticks, also normale Lippenstifte. Ja, also Lip Liner.
Ich würde gerne auf 15 kommen. Ich glaube, das ist realistisch. Ich werde jetzt auch einen ins Project Pen packen. Vielleicht muss ich auch mal ein bisschen großzügiger sein mit dem Anspitzen. Vielleicht muss ich auch noch ein bisschen sortieren. Ich habe einen im Verdacht, der vielleicht gehen muss. Und bei den Bullet Lipsticks haben wir 29. 29! Wie konnte das passieren? Ich weiß es nicht. Und das sind ja auch keine so Produkte, die jetzt so super, super haltbar sind. Wobei, ich mache das ehrlich gesagt wie mit Lebensmitteln. Ich probiere es, ich rieche, ich sehe es. Und dann entscheide ich das. Also ich gehöre auch nicht zu den Leuten, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft, dann esse ich, also ich weiß nicht, wie oft ich einen Joghurt esse, der unter Mindesthaltbarkeitsdatum ist. Keine Ahnung. Ich finde es überhaupt nicht schlimm oder gefährlich, weil ja, solange das Produkt vorher verschlossen war und so, ist es ja bei Essen auch nicht schlimm. Aber auch hier verlasse ich mich da drauf. Ich hatte ja mal so ein Video gemacht, das fand ich ganz lustig. 2020. Ich glaube, im November war das noch. Alte Produkte immer noch gut, habe ich das genannt. Und zwar sollte alte Favoriten immer noch gut. Es sollte sich darauf beziehen, ob mir meine Jahresfavoriten von 2018 immer noch gefallen. Genau. Und ich glaube, ich hatte dann so einen Kommentar, der ist aber auch wieder verschwunden, ohne dass ich ihn gelöscht habe, weil ich lösche eigentlich keine Kommentare. Ja, also wie wäre es mal, neue Produkte zu kaufen und das alte Zeug nicht mehr zu verwenden, wo ich mir denke, so, okay, da hat sich jemand gedacht, es geht darum, ob die Sachen noch gut sind, im Sinne von noch haltbar, vermutlich. Aber ja, muss auch jeder für sich selber wissen, es ist jedem seine eigene Gesundheit, wie ich würde sagen. 29 Lippenstift, ich würde gerne mal auf 20 kommen. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, ohne auszusortieren. Ich fange jetzt mal mit einem Mini-Lippenstift im Project Pen an, werdet ihr gleich sehen. Puh. Also das ist sportlich. Auch bei Liquid Lipsticks finde ich es erstaunlich. Ich habe 14 Liquid Lipsticks. Ist gar nicht mehr so meine Lippenkategorie der Wahl, wisst ihr. Ich trage sehr viel lieber zum Beispiel auch Glosse oder so mittlerweile. Da habe ich 14. Ich würde gerne auf 10 kommen. Zum Beispiel die Farbe, die ich heute drauf habe, das ist einer von Rival de Loup, den ich jetzt auch schon ganz lang aus einer Limited Edition habe. Ich mag den super gern für den Winter. Aber es ist natürlich nichts, was ich jemals aufbrauchen könnte. Trotzdem habe ich den gern. Versteht ihr? Also, das ist ja immer auch so die Frage bei solchen Reduktionen. Und deswegen ist erstmal die Zahl 10, die ich hier mal erreichen möchte. Da traue ich mich ehrlich gesagt nicht, sowas in den Project Pen zu nehmen, weil ich es schwierig finde, das überhaupt aufzubrauchen. Ja. Und dann, last but not least, Lipglosse. Da habe ich tatsächlich, finde ich, in 2020 schon ein bisschen was erreicht. Ich bin jetzt tatsächlich bei 7, ja. Und würde gerne auf 5. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch, ja, realistisch. Genau. Jo, das waren meine nackten Zahlen. Please don't judge me. Ich habe es schon mal gesagt. Und das ist das, worauf ich dieses Jahr hinarbeite. Ich erspare mir, das jetzt zu addieren und es zu einer schlimmen dreistelligen Zahl werden zu lassen. Klar werde ich auch 2021 neues Make-up kaufen, ja, aber ich hoffe einfach, dass sich das die Waage hält. Ich glaube, ich habe es 2020 schon ganz gut gemacht. Und apropos Waage, jetzt kommen wir zum Project Pen. Wow, was für eine Überleitung. Ich werde jetzt tatsächlich live mit euch die Produkte auch wiegen. Also ich habe sie alle vor mir, ich habe die Waage vor mir. Ich habe vor mir immer übrigens mein Bügelbrett. Also mit diesem Bügelbrett wird sehr viel häufiger Videos gedreht als gebügelt. Ich bin nämlich kein großer Bügler. Und dann werde ich die Produkte wiegen, beziehungsweise auch so, also wenn sich was rausdrehen lässt, so Strichmarkierungen machen, hier auf meinem Zettel, damit ich hier überhaupt dann auch einen Fortschritt tatsächlich sehen kann. Wir starten los und ich zeige euch das erste Produkt. Ich habe mich entschlossen, tatsächlich an dem Primer weiterzuarbeiten, den ich auch 2020 zum Schluss im Project Pen hatte. Und zwar ist es von Maybelline, der Master Prime. Der hat ein Gewicht, also einen Inhalt von 30 Milliliter. Ich halte es für realistisch. Ich mag diese porenfüllenden Primer nicht, aber ich werde mir Mühe geben, die leer zu machen. Und er wiegt aktuell 28,20 Gramm. Das finde ich. Klingt ziemlich gut, oder? Also jetzt so gefühlt dafür, dass man da die Verpackung drauf rechnen muss. Finde ich das ehrlich gesagt ziemlich gut. Sorry, ich muss jetzt hier immer mitschreiben, weil das habe ich vor dem Videodreh nicht mehr geschafft. Also 28,20 Gramm. Dafür, dass da nur 30 Milliliter drin sind und da Verpackung drin ist, habe ich offenbar schon sehr viel Produkt aufgebraucht. Das gibt mir schon mal Auftrieb. Machen wir weiter. Auch das nächste Produkt hattet ihr vielleicht schon in meinem Jahresfazit-Video wohl eher gesehen. Ich habe diese BB-Cream aufgeschnitten. Das ist von Garnier, die BB-Cream Skin Active für Combination Skin. Auch die möchte ich aufbauen, weil Garnier nicht tierversuchsfrei ist. Und ich habe die eingefüllt in dieses
Döschen hier von Omorovica, das ist aus Glas. Also Leute, es wird jetzt gleich eine ganz, ganz bedrohliche Zahl hier aufblinken, die natürlich nie den echten Inhalt widerspiegeln wird. Auch hier ist, soweit ich weiß, ich sehe es jetzt gar nicht, aber 40 Milliliter waren hier tatsächlich mal drin, also gar nicht mal so wenig. Und ich stelle es auf die Waage. Wir haben 84,75 Gramm. Also jetzt muss man natürlich sagen, es wäre natürlich noch cooler gewesen, diesen Behälter vorher zu wiegen. Aber daran habe ich leider nicht gedacht. So, wir machen weiter mit einem Produkt, wo man hoffentlich auch den Fortschritt sehen wird. Weil das ist natürlich jetzt bei denen irgendwie schwierig. Ja? Also man sieht ja nicht, wie es weniger wird. Ich habe mich entschlossen, wieder einen Einzellidschatten mit reinzunehmen. Das hat 2020 nicht gut geklappt, weil da hatte ich so einen Stift und da habe ich, glaube ich, schon viel verwendet, aber es war einfach viel drin. Und ähnlich wird es bei dem sein, ich werde mich aber ranwagen, von Maybelline ein Color Tattoo in der Farbe Pink Gold. So sieht der aus und ich glaube, dass das eine schöne Alltagsfarbe ist und ich den hoffentlich auch im Alltag häufig verwenden kann. So sieht es aus, also ihr seht, ich war schon ein paar Mal mit dem Finger drin. Es ist aber tatsächlich so, dass das der Color Tattoo Produkt ist, das ich am wenigsten lang habe. Gruselig. Also ich werde es jetzt einfach mal probieren. Auch das ist hier unten aus Glas. Es sind hier ursprünglich enthalten. Steht es überhaupt drauf? Das müsste ja draufstehen. Ah, ich müsste das hier oben abziehen. Das mache ich jetzt nicht. Wir wiegen das Teil kurz. Und sind bei 51,41 Gramm. Ich hoffe, das ist jetzt nicht langweilig für euch. Aber ich mache das jetzt einfach gleich nebenbei. Und wir machen weiter mit Gesichtsprodukten. Genau. Ich habe mich entschlossen, mich an ein Creme-Produkt zu wagen. Und das ist wirklich High-Level für mich, weil ich persönlich der Meinung bin, dass ich mit Creme-Produkten eigentlich gar nicht klarkomme. Ich habe mich aber erinnert und weil so mein Alltags-Make-up-Style aktuell eher natürlich ist. Also ich bin vor der Kamera maximal geschminkt, aber ganz ehrlich, ich gehe arbeiten und sonst macht man momentan nicht viel. Habe ich mir überlegt, mich an ein Creme-Produkt zu wagen. Und zwar an ein Creme-Contour-Produkt. Das ist von Art Deco, der Multistick in der Farbe Almond Mousse. Ich würde den gern aufbrauchen, weil auch Art Deco eben nicht tierversuchsfrei ist. Und wenn ich den so reingedreht angucke, dann seht ihr, dass bislang wenig raus ist. Das ist ein Experiment. Ich behalte mir übrigens auch tatsächlich vor, wenn mich Produkte kolossal nerven oder ich gar nicht damit klarkomme, die bei diesen dreimonatlichen Videos tatsächlich rauszunehmen und was Neues reinzunehmen. Ist halt so. Aber ich glaube, ich muss mich für dieses Produkt nicht selbst geißeln, für dieses Projekt. So. Auf die Waage mit dir und wir sind bei 28,34 Gramm. Ich bin so gespannt, wie sich die Zahlen ändern. Ganz oft bei Puderprodukten ist es ja super wenig, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und ich habe mich tatsächlich entschlossen, noch ein Produkt reinzunehmen, das einen Bronzer drin hat. Also von daher bin ich mal total gespannt, wie das funktionieren wird. Auch etwas, was ich aus 2020 mit übernehmen werde, ist dieser Highlighter. Das ist von The Balm, der Mary Luminizer, in einer ganz, ganz Mini-Größe. Hier steht drauf 1,05 Gramm. Der hat auch schon eine deutliche Kuhle hier drin. Ja, aber ich glaube, er ist weit davon entfernt, leer zu werden. Ich werde jetzt auch den mal wiegen. Hier ist halt jetzt auch wieder die Verpackung, glaube ich, sehr viel schwerer als das Produkt. Der wiegt aber tatsächlich nur 8,94 Gramm. Gut, es sind 1,05 Gramm, davon sind nur Produkt. Also keine Ahnung, wie viel davon jetzt die Verpackung wiegt. Wäre cool, wenn die das irgendwie mit draufschreiben könnten. Aber das fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal auf. Also für Leute, die keine Project Pens machen, wäre, glaube ich, die Angabe total sinnlos. Aber naja. Und dann machen wir mal weiter mit den nächsten 5 Produkten. Wie schon gesagt, wird ein zweiter Bronzer in dieses Project Pen wandern. Und ich habe mich entschlossen, und das finde ich schon mutig von mir, ein Duo von NARS mit reinzunehmen. NARS macht Tierversuche und dementsprechend, obwohl ich dieses Produkt liebe, möchte ich es aufbrauchen, gerade weil ich es liebe. Ja, ich finde es super gut. Ich möchte aber NARS nicht mehr in meiner Sammlung haben. Und das ist der Hintergrund, warum ihr hauptsächlich Produkte hier auch seht, die von Tierversuchsmarken sozusagen sind. Den habe ich ausgewählt, den Highlighter, tatsächlich, weil das eine realistische Menge ist, den vielleicht zu verbrauchen. Genau. Ich habe hier so ein Duo, das hatte ich mir 2018 gekauft in Italien. Das ist von NARS, der Laguna Bronzer und der Blush. Das ist Orgasm. Der Laguna Bronzer hat meiner Meinung nach schon echt was verloren. Also wenn man glaubt, dass das jetzt hier bis oben hin voll war, wie es bei dem Blush aussieht, dann habe ich schon echt was rausgetan. Ich glaube, der Bronzer wird schneller gehen als das Blush, aber ich werde es trotzdem eben zusammen verwenden und erstmal wiegen. Und wir haben 40,96 Gramm. 69. Oh, Entschuldigung, 40,69 Gramm. Finde ich super spannend, wie das klappen wird. Ist auch ein
Experiment. Und dann habe ich noch eine Mascara. Ich werde jetzt sukzessive so einen der Plätze in meinem Project Pen mit einer Mascara ersetzen. Und wenn die hier leer ist, ja, dann werde ich auch einfach die nächste nehmen und nicht warten, bis ich das in dem Video zeige. Hier habe ich eine von Adele. Adele ist tatsächlich nicht tierversuchsfrei. Nein, doch, ist tierversuchsfrei. Stopp! Adele ist tierversuchsfrei. Aber ich möchte einfach die Mascaras reduzieren. Und da war jetzt die dran, weil die eben auch schon mal offen war. Das ist die Double Up Volumizing Mascara von Adele. Was an der cool ist. Man kann hier rausdrehen, dann hat man diese Bürste. Und dann kann man hier unten rausdrehen und hat keine Bürste. Moment. Also so sieht die Bürste aus. So habe ich es nämlich noch nie ausprobiert. Wenn ich jetzt das aber zudrehe und das Rote mit abdrehe, dann sieht die Bürste irgendwie anders aus. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich glaube, es ist Magie. Who knows? Genau, also sukzessive eine Mascara. Auch die wird gewogen, weil ich ja schlecht sehen kann, wie weit ich damit bin. Die hält da nicht. Ich muss sie, glaube ich, aufrecht hinstellen. 24,87. Oh, schön. Jetzt habe ich die erstmal an den falschen Platz auf meinem Zettel geschrieben. Wir kommen jetzt nämlich zum Schluss noch zu den Lippenprodukten. Und da habe ich mich entschlossen, genau wie 2020 drei reinzunehmen. Aber ich habe es mir versucht, leicht zu machen. Ja, weil 2020 war es ja so, dass eins zumindest gar nicht geklappt hat und das war der Lip Liner. Und dementsprechend, um da mir einen guten Start zu ermöglichen, nehme ich einen Lip Liner von Trend It Up, den ich tatsächlich schon oft verwendet habe. Und ihr werdet es auch sehen, wenn ich den rausdrehe, da ist noch so viel drin. Ja, das ist einfach so ein Produkt, wo ich mir einen Auftrieb verschaffen möchte, ja, und den ich, glaube ich, aber so, wenn ich ihn in der Schminkbox hätte, nicht leeren würde. Den gibt es auch nicht mehr, die Farbe, also die Contour & Glide Lip Liner sind meine liebsten Lip Liner von Trend It Up und die Farbe heißt 040. Ja, und auch der wird gewogen und wiegt 5,94 Gramm. Wie viel war denn da ursprünglich mal drin? Steht es drauf? Nee, steht tatsächlich nicht drauf. Ist ja witzig. Also manchmal steht es drauf, manchmal steht es gar nicht drauf. Okay, interessant. Und die letzten beiden Lippenprodukte, das sind auch wieder welche, also Trend Up ist tierversuchsfrei, aber die möchte ich einfach, den möchte ich leer machen, um mir Auftrieb zu geben, wie schon gesagt. Dafür nehme ich jetzt zwei andere Produkte mit, die eben von Tierversuchsfirmen schaffen kommen. Einmal von Clinique. Das ist ein Mini-Lippenstift in der Farbe Plum Pop. Ich habe den auch schon eine ganze Weile. Da habe ich ein bisschen Sorge, weil die Farbe halt doch sehr bärig ist. Also ich weiß nicht, ob die so 100% alltagstauglich ist, aber der ist so klein. Wieso? Das will ich schaffen. Wisst ihr, wie ich meine? Dann ist der einfach... Ich will einfach den schaffen, weil er so klein ist. So. Steht hier drauf, wie viel hier drin ist. Nein, steht nicht drin. Wir wiegen ihn. Und er wiegt 13,13 Gramm. Was für eine schöne Startzahl. Und das Letzte, und da habe ich gute Hoffnung, dass das gut klappen wird. Bei Gloss, ich hatte jetzt zuletzt von Art Deco den Hot Chili Lip Booster drin, 2020, und ich habe gemerkt, ich kann den doch nicht so leiden irgendwie. Also ich mag dieses Chili Boosting irgendwie nicht so. Was ich dagegen sehr gern mag, ist dieses Lip Comfort Oil von Clarins, weil der jetzt auch durchsichtig ist und eben nicht so Glitzerpartikel drin hat. Und das finde ich für den Alltag schöner. Das ist die Farbe Candy. Die ist auf der Lippe nie so knallig, wie ihr sie jetzt seht. Also keine Sorge. Aber ich finde es auch super, weil da kann man guten Fortschritt sehen. Ja. Also, ab auf die Waage mit dem letzten Produkt. 26,32 Gramm. Und das war's. Ich habe jetzt hier unten auch schon Strichmarkierungen tatsächlich gemacht für die Produkte, die sich rausdrehen lassen. Und Leute, ihr könnt es mir glauben, ich bin so gespannt, wie viel ich bis Anfang April geschafft habe. Ja, also es ist auch einfach so, ich werde wieder eine Lernphase haben, wo ich nicht jeden Tag geschminkt bin. Von daher ist vielleicht vieles auch so ein bisschen ambitioniert, aber ich bin jetzt einfach voll motiviert und ich freue mich ehrlich gesagt über dieses Abwiegen. Vielleicht ist es für euch mit den Grammzahlen irgendwie langweilig, aber für mich ist es halt auch voll die gute Kontrolle. Also ich finde es auch einfach spannend, wie viel Gramm man tatsächlich verbraucht. Also ich glaube, gerade bei Foundation benutzt man jeden Tag ja schon ziemlich viel. Oder Primer, aber gerade bei diesen Puderprodukten oder bei diesem Lidschatten hier. Ich bin richtig gespannt, wie das klappen wird. Genau. Jetzt habe ich euch mit jede Menge Zahlen bombardiert in diesem Video. Einmal meine Sammlungszahlen und den Grammzahlen hier. Ich freue mich super auf euer Feedback. Interessieren euch solche Project Pens überhaupt? Ich muss sagen, ich gucke so viele US-amerikanische YouTuber, die mehrere solche Projekte auch am Laufen haben und auch Hautpflege aufbrauchen und so. Und ich finde es einfach, ich weiß gar nicht, warum das so spannend ist, weil eigentlich guckt man nur Leuten zu, die Produkte verbrauchen. Aber es ist auch so ein bisschen so ein Anti-Ding gegen dieses YouTube, das immer neue Produkte draufwirft und immer einem das Gefühl gibt,
man müsste immer mehr haben. Und so ist es einfach eine Möglichkeit, tatsächlich zu reduzieren. Und ich finde es gut. Genau. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich es nennen werde. Mal sehen. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Vielleicht auch mit, macht ihr sowas? Findet ihr es interessant? Wie sind eure Zahlen? Nicht einander verurteilen, ja? Ich sag's nur nochmal. Sorry, wenn ich in diesem Video so ein bisschen wütend rüberkomme manchmal, aber ich finde, es ist eine ganz schlechte Angewohnheit, von sich auf anderen zu schließen. Und ja, ich wünsche mir hier nur friedliche Diskussionen. Genau. Und ja, schreibt mir einen Kommentar, Daumen hoch, Abo. Jetzt bin ich vor lauter Moralapostelei ganz durcheinander. Ich freue mich, wenn ihr bei den Update-Videos hierfür dabei seid. Ich weiß auch nicht, so Mitte des Jahres mache ich vielleicht auch mal ein Zahlen-Update. Das wäre vielleicht ganz interessant, wie die Zahlen sozusagen Anfang 2020 waren und wie sie sich dann entwickelt haben, also sammlungstechnisch. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir auf meinem Kanal erhalten bleibt. Am Freitag geht's weiter mit dem 1 Monat 15 Produkte-Video und ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen. Ich hoffe, ihr hattet schöne erste Tage in 2021 und macht's gut. Bis dann!